Heiliger Mist. Okay, weiter geht's. Ich muss weiter. Ich brauche die Ressourcen, um zu überleben. Ein Enderman. Oh, wo? Oh. Guten Tag. Oh, da kommt noch einer. Scheiße, nein! Scheiß neues Feature. Brennende Zombies können den Spieler jetzt auch selbst in Brand setzen, deswegen. Ja, sollten wir aufpassen. Waaah! Alter! Noch ein scheiß Zombie. Noch einer! Ist er ein Spawner oder was? Okay. Hier ist anscheinend die Wurzel allen Übels. Gehen wir mal dort lang. Ah ja, da ist der Enderman. Ich darf ihn nicht anschauen. Oder vielleicht doch? Nee, komm, das ist mir jetzt zu heiß. Hier sind überall Viecher, scheiß Monster. Das ist mir jetzt auch zu riskant. Ey, die Fledermaus, die macht mir Angst. Okay, wisst ihr was? Die Musik ist aus. Moment. Sag mal gleich. Okay. Jetzt mal da weg. Und nehmen die Lava mit. Wir haben ja hier einen Lava, einen Eimer. Oder? Haben wir einen Eimer? Wir haben keinen Eimer. Na sowas. Alter, aber habt ihr schon mal so einen riesen Ort, so eine riesen Höhle gesehen, ey? Also ich nicht. Und das ist keine Klippe. Klippen sind ja viel schmaler. Das ist ja schon viel zu breit für eine Klippe. Na gut, nehmen wir die Ressourcen mit. Ich habe zwar ziemlich weiche Knie jetzt gerade. Aber das hilft uns nicht weiter. Mann, der Creeper, der hat mir vorhin fast... Ja, der hat mich vorhin fast zu Tode erschreckt, Leute. Boah, ey. Aber wir haben sie bestanden, zum Glück. Die Frage ist jetzt nur noch, was befindet sich da jetzt, wenn wir hier weitergehen später? Ich glaube, dass da ein Zombie-Spawner ist, weil wir haben ja... Ja, da waren ja gerade vorhin sehr viele Zombies. Das werden wir dann schon sehen. Vielleicht finden wir ja ein paar seltene Objekte, Schallplatten oder sowas. Gut, nochmal die Lage checken, sicherheitshalber. Okay, scheint sicher zu sein. Dann nehmen wir mal die Ressourcen mit. Hier ein bisschen Eisen. Jedes Eisen ist wichtig. So, aber das Eisen ist ja nicht alles, was wir brauchen. Wir brauchen ja noch seltene Objekte wie Redstone, Diamanten und Lapis und so. Oh, ein Zeug! Ich dachte gerade, das wäre ein Creeper. Weil es da gerade grün war, aber ich glaube, das war nur so ein... So ein Ding von der Fackel. Ich werde hier schon paranoid, Leute. Alter Schwede. Jetzt schrecke ich mir schon von den einfachsten Sachen. Hm.
hier mal lang. Hier gibt es ja auch noch ein paar Ressourcen. Boah, hier ist es sehr gefährlich, Leute. Sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, ich sichere mich jetzt hier ein bisschen ab. So. Diese paar Erdblöcke müssten uns ein bisschen Halt geben. Ich dachte schon, das wäre Kohle, aber es ist nur Gravel. Leider, leider nur Gravel. So, dann können diese Ressourcen noch mitnehmen. Eigentlich wollte ich jetzt gerade nur eine Viertelstunde aufnehmen, aber scheiß drauf, ich habe jetzt so eine Laune. Jetzt nehme ich gerade Pause. So, Entschuldigung für die kurze Pause. Weiter geht's. Ich hoffe, wir sind jetzt einigermaßen sicher hier, während wir die Kohle abbauen. Ich muss gerade ein bisschen verschnaufen, weil ich gerade was hochgetragen habe. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht so viel reden für den Augenblick. So. Okay. Gehen wir mal weiter. Hier geht's. Oh Gott, hier geht's auch noch lang. Scheiße. Ich geh mal da lang. Ich hoffe, wir finden wieder zurück. Und ich hoffe, da kommt nichts runter, wenn wir später wieder nach oben laufen. Okay, wir haben Glück. Hier geht's nicht weiter. Folie nehme ich noch mit. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts runter. Das wäre jetzt sehr uncool, wenn es da ein Creeper runterkommen würde. Mal kurz schauen. So. Und wir haben Erfahrungsstufe 15. Schade, dass wir unseren Verzauberungstisch nicht dabei haben. Denn damit könnten wir schon einiges jetzt damit anfangen. Mit Level 15. Moment, ich habe da was Weißes gesehen. Sieht nach einem Skelett aus. Ist das ein Skelett? Nee, das ist nur ein Block. Ich werde hier langsam echt paranoid hier. Ich werde langsam verrückt. Diese Höhle macht mich wahnsinnig mit den ganzen Geräuschen. Mit den Untoten. Aber wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Aber wenn es leckt, schaffen wir es nicht. Müssen wir jetzt schleunigst hier raus. Denn hier sind wir am verwundbarsten. Los, Moment. Ich warte es mal, bis sich das Ganze wieder gefangen hat. Ja, 3 FPS gerade. Schauen wir uns mal die Optionen an. Die sind so spannend. Optionen! Mann, 2 FPS gerade. Und jetzt klicke ich sensational auf Steuerung. Und was ich da auf Steuerung suche, habe ich keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal wieder zurück auf Fertig. Ich glaube, ich mache kurz wieder einen So, jetzt. Das leckt immer noch. Nein, ich werde von was zurückgetrieben. Oh, schöne Scheiße. Gut, jetzt geht's wieder. Jetzt wieder raus aus diesem Drecksloch. Ich muss hier raus. Ich muss doch die Ressourcen abgeben. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind wieder draußen. Und hier ist noch Kohle an der Wand. Und hier auch. Die an der Decke, was. Ne, an der Decke müssen wir gar nicht schauen. Da gehe ich jetzt erst recht nicht hin. Die Lava wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Stimmt ja. Dazu brauchen wir einen Eimer. Ich muss mir allerdings noch erst einen Ofen craften und dann das ganze Eisenzeug brennen. Daher sollten wir vielleicht ein kleines Camp machen. Hier ist es mir allerdings ein bisschen zu heiß, denn hier ist ja viel zu viel Freiraum. Und wo sehr viel Freiraum ist, besteht auch eine Chance, dass da was spawnt. Was wir eventuell nicht gesehen haben zu überleuchten oder sowas. Ich laufe jetzt mal weiter mit einem Leck. Begrüßt meinen Freund, den Leck.
Es leckt mir sehr am Herzen, dass er da ist. Moment, vielleicht muss ich die Einstellungen wieder ein bisschen umändern. Ich habe ja Grafikeinstellungen schnell. Ja, das haben wir schon verändert. Weiche Beleuchtung mache ich mal auf Minimum. Was ist? Ja, mal immer Minimum. Mobile Beleuchtung ist wichtig. So, verringert gering, Leistung maximal. Serverdeck-Texturen. Ach, egal. Ich glaube, das liegt gerade eher an Fraps, das leckt. Oh Gott. Ich habe jetzt keine Lust, hier weiterzulaufen. Moment. Verdammte Leck. Ich schau mal wieder nach, ob ich irgendwelche Anwendungen schließen kann, damit es nicht mehr so leckt. Bis gleich. Gut, ich habe immer noch keine Ahnung, ob es funktioniert. Egal, lauf mal hier mal lang. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht's aber weiter. Oh Gott. Diese Höhle ist lang. Oh, scheiße, scheiß Leck. Ah, scheiß Creeper. Scheiß Leck, scheiß Creeper. Fast wäre ich so geändert wie der Creeper jetzt. Nein, so nicht. Fast wäre ich wegen dem Scheißleck da reingefallen. Alter! Fraps, du bringst mich jetzt nicht da nach unten. Das kannst du dir abschminken. Fraps, ich hasse dich. Ein FPS. Super. Genau. Ahem. Ey, Fraps will mich trollen. Ich beende jetzt mal Fraps und starte neu, bis gleich. So, Fraps, du dumme Nutte. Ich hoffe, du beruhigst dich jetzt. Fraps? Aus! Fraps! Nein! Nein, Fraps! Nein! Leck mich! Du verdammte Scheißnutte, ey! Lass mich! Hör auf zu lecken! Lass Minecraft in Ruhe! Ein FPS! Fraps? Fraps? Ich mein's ernst! Hör auf! 14 FPS? Okay, ich schau mal schnell, was da los ist. Fraps, was willst du, hä? Was willst du? Willst du mich ficken? Das hast du vorhin schon fast gemacht. Ein FPS! Ja, sorry, dass gerade nichts los ist. Ich tue gerade ein bisschen Fraps rumstellen. Wisst ihr was? Ich beende schnell Minecraft und Fraps. Dann geht's wahrscheinlich wieder. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt Minecraft neu gestartet, inklusive Fraps. Und Fraps versucht immer noch meinen Arsch zu ficken, ey. So eine verdammte Scheißnutte, ey. Egal, ich spiele jetzt so weiter. Wenn ich sterbe, ist es Fraps Schuld. Ein FPS. Fraps, was willst du? Okay, Fraps, reden wir mal Tachlis. Fraps, was willst du von mir? Warum lässt du Minecraft lecken, hä? Ich habe alle Anwendungen geschlossen. Du hast kein Recht zu lecken. Okay, ich mach's jetzt ganz extrem. Ich starte jetzt meinen Computer komplett neu. Und wenn es immer noch leckt, ist Fraps eine... Ah, jetzt geht's eigentlich wieder. Nein, es geht nicht. Okay, wie gesagt, ich starte jetzt mein PC komplett neu. Und wenn Fraps immer noch meint, meinen Arsch lecken zu müssen, dann soll es machen. Mir scheißegal, ey. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Geht's wieder? Nein, immer noch 2 FPS. Okay, wisst ihr was? Ich starte mein PC neu. Fraps, leck mich am Arsch.